Groß-Grönau bei Lübeck. In diesem Labor wurde schon im letzten Jahr ein konventioneller Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus entwickelt. Und zwar nicht nur ohne neuartige Impftechnologien, sondern angeblich auch ganz nebenwirkungsfrei. Warum weiß man darüber so wenig und warum ist das Serum noch nicht auf dem Markt? Ich treffe mich mit Professor Winfried Stöcker, um genau das herauszufinden. Eine Maske, sagt er, brauche ich wegen ihm nicht, denn er sei ja schon immun durch die Entwicklung seines eigenen Impfstoffs. Ich habe eigentlich den Impfstoff nicht entwickelt, sondern ich habe ein Antigen benutzt, das wir für die Labordiagnostik einsetzen zur Erkennung der SARS-Antikörper. Da lag es natürlich nahe, dieses Antigen zu benutzen und sich damit zu immunisieren. Der Gründer der Firma Euroimmun, die er 2017 äußerst lukrativ verkaufte, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Labordiagnostik und speziell mit Autoimmunkrankheiten. Innerhalb weniger Wochen verabreicht er sich selbst 3 Injektionen seines Impfstoffs und bildet daraufhin neutralisierende Antikörper gegen das Virus. Danach impfte er 4 Personen aus seiner Familie auf gleiche Weise erfolgreich. Damit war ihm klar, dass es sich um einen sehr einfach herzustellenden Impfstoff handelt, der angeblich völlig ungefährlich ist. Solche Immunisierungen mit kleinen Proteinen werden überall für alle möglichen Zwecke immer wieder durchgeführt. Stöcker schreibt im September 2020 an das Paul-Ehrlich-Institut und bittet um Genehmigung für die Untersuchung des Impfstoffs an mehr Probanden. Doch deren Begeisterung über Stöckers Beitrag zur Überwindung der Pandemie hielt sich in Grenzen. Da habe ich aber keine vernünftige Antwort bekommen und musste dann aber im Dezember, Ende Dezember 2020 feststellen, dass mich wegen dieser 5 Immunisierungen an der eigenen Familie das Paul-Ehrlich-Institut angezeigt hat, es sei eine strafbare Handlung. Die Staatsanwaltschaft Lübeck teilt mit, Zitat, er soll ohne erforderliche Erlaubnis ein SARS-CoV-2-Antigen hergestellt und sich selbst und anderen Personen verabreicht haben, ohne dass er über die dafür erforderlichen Genehmigungen verfügt hätte. Was in Deutschland derzeit als strafbare Handlung gilt, interessiert mich sehr. Ich bitte Professor Stöcker, mir in seinem Labor kurz die Etappen der Impfstoffherstellung zu erklären. In diesem Brutschrank stellen wir verschiedene Antigene her. Hier haben wir eine Zellkulturflasche. Der Boden der Flasche innen ist bewachsen mit Kulturzellen, HEC-293. Und die beinhalten ein bestimmtes Antigen. Professor Stöcker erzählt mir, warum bei den derzeit zugelassenen Impfstoffen aus seiner Sicht die Nachteile überwiegen. Beim mRNA-Impfstoff dauere die Herstellung lange und es gebe auch viele Nebenwirkungen und allergische Reaktionen. Sogenannte Vektorimpfstoffe wären auch nur seine zweite Wahl, weil sie ein impftechnisch kompliziertes Verfahren darstellen. Eine Immunisierung mit inaktiven Coronaviren berge für ihn zu viele Risiken, sich aufgrund der Impfung mit dem Virus zu infizieren. Warum setzen also Forschung und Politik partout auf neue Impfstoffe und nicht auf Stöckers Antigene? Ich habe den Eindruck, dass dieses neue Verfahren so interessant ist, einmal für diejenigen, die es erfunden haben oder die es für den Zweck einsetzen wollen, dass es wissenschaftlich etwas hergibt. Wenn die Patente, die man dort für angemeldet hat oder erlangt hat, wenn die keine Rolle mehr spielen, dann ist das ganze Geschäftsmodell nicht mehr gültig und die vielen Milliarden Umsätze oder 100 Milliarden Umsätze, die verteilen sich dann auf eine breite Zahl von Impfstoffherstellern. Und genau deshalb hat Stöcker den Verdacht, dass gegen ihn und seine Impfung gezielt vorgegangen wird. So stelle ich mir auch vor, dass das Paul-Ehrlich-Institut dann dazu neigt, diese Hersteller zu unterstützen und dass sie deswegen versucht, von Anfang an die alternativen, guten Verfahren auszubremsen. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Pressemeldungen der letzten Wochen über angebliche Impfstoffknappheiten in einem ganz anderen Licht. Stöcker sagt, dass man, Zitat, innerhalb eines halben Jahres Impfstoff für 80% der Bevölkerung Deutschlands in einem mittelgroßen Laborraum produzieren könnte. Aber wie hoch würden die Kosten für Stöckers Antigenimpfstoff sein? Ich denke mal, dass sie da mit 5 Euro, höchstens 10 Euro pro Dosis ganz sicher auskommen. Und wenn man das in so großen Mengen herstellt, ist da der Kostenfaktor spielt keine Rolle. Mit dieser Vorrichtung können wir Antigene trennen von allem, was wir nicht brauchen. Das wird hier aufgetragen, hier oben. Dann läuft das Antigengemisch hier durch. Die schnellen Moleküle sind zuerst da, die großen. Und die kleinen Moleküle, die brauchen länger, weil sie durch die kleinen
Poren durch müssen. Und das hier ist die Kontrolle mittels einer Gel-Elektrophorese. Hier ist eine Linie, das sind verschiedene Markerproteine, dass man die Größe identifizieren kann. Aber hier, diese Teile, die sind dann ganz sauber, das Antigen liegt hier. Die Wirksamkeit des Präparats kann Stöcker im hauseigenen Labor selbst nachweisen. Neben den 97%ig positiven Antikörpertests wiesen 12 von 20 Geimpften im Rahmen einer Stichprobe auch eine zelluläre Immunität auf. Das heißt, es bilden sich T-Zellen, die das Virus bekämpfen, selbst wenn dieses schon in die Körperzelle eingedrungen ist. Ich nutze die Gelegenheit und frage ihn, ob nicht übermäßiges Impfen auch zu unerwünschten Effekten führen kann, zum Beispiel einer unzureichenden Stimulation des Immunsystems durch Krankheit und somit zu einer höheren Anfälligkeit bei neuen Virusarten. Also mit dem Coronavirus müssen wir nicht das Immunsystem trainieren, weil das ganz fatal ist. Und die vielen immunologischen Herausforderungen, die allgemein da sind, die uns gar nicht krank machen, die reichen völlig aus, unser Immunsystem intakt zu halten. Müssen wir damit rechnen, dass ab jetzt jedes Jahr ein neues Virus oder eine neue Mutation ausgerufen wird, gegen die es dann zu impfen gilt? Sind wir an der Wende zu einem Impfzeitalter? So eine Krankheit wie Corona, die kommt nicht jedes Jahr und immer wieder neu. Und was die Mutanten betrifft für Corona, da haben wir längst unser Antigen so modifiziert, dass es alle neuen Mutanten enthält. Das heißt, was heute bei uns geimpft werden kann, das hilft auch gegen die Mutanten. Das muss man anpassen, um die Krankheit zu bekämpfen. Und wenn man aber überall immunisiert hat, dann verschwindet die Krankheit und dann gibt es auch keine Mutanten. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Bleibt nur zu hoffen, dass die deutsche Rechtsprechung das genauso sieht und tugendhaften Erfindergeist nicht totreglementiert. Denn die Zulassung eines alternativen Impfstoffs nach konventioneller Machart wäre sicherlich für viele Menschen nicht nur eine medizinische Option. Sie wäre auch der Glaubwürdigkeit der Politik geschuldet, um dem Vorwurf des Pharmalobbyismus einmal entgegenzuwirken.